Im Herzen von Duisburg, an der belebten Ruhrorter Straße, feiert der Green Club bald seine Neueröffnung. Aus Potsalat wird Green Club eine Marke, die sich der gesunden Ernährung verschrieben hat. Hier finden Kunden frisch zubereitete Salate und Bowls, auch in sämtlichen vegetarischen und veganen Variationen. Das nachhaltige Unternehmenskonzept und das vielseitige Angebot begeistern bereits jetzt die Kundschaft. Ursprünglich vor 7 Jahren in Essen gegründet, beginnt nun ein neues Kapitel. Ich glaube, was viele Kunden bei uns sehr begeistert und was ich eben auch einfach toll finde, ist diese Vielfalt, die wir anbieten, weil wir eigentlich 80 Zutaten mehr oder weniger jeden Tag frisch erhalten. Und der Kunde hat halt die Möglichkeit, sich eigentlich seine Bowl auch komplett selbst zusammenzustellen. Das wird eben sehr stark auch von den Kunden angenommen, weil es gibt eben einfach heutzutage sehr viele Leute, die stark auf ihre Ernährung achten, sei es wegen einer Allergie, sei es wegen einer Diät oder einfach geschmacklicher Hinsicht. Und wir bieten eigentlich für alle Kunden das was Passendes an. Und wir versuchen eigentlich, sowohl die Veganer glücklich zu machen, die Vegetarier, aber auch die Fleischesser. Nach einer Zeit von Pandemie und Inflation hat Potsalat eine entscheidende Fusion mit dem Kölner Lieferdienst Make eingeleitet. Mit dieser Verbindung erweitert sich die Kette auf 12 Standorte, darunter eine kürzlich eröffnete Filiale in Mannheim. Die Namensänderung von Potsalat zu Green Club spiegele den Wunsch wider, überregional zu wachsen. Über 300 Mitarbeitende sind Teil dieser neuen Ära. Beide Unternehmen sehen in der Fusion einen wesentlichen Schritt nach vorn. Wir sind ja dann irgendwann über den Tellerrand vom Ruhrgebiet hinaus expandiert und sind dann natürlich auch auf mehr Wettbewerber gestoßen. Und wir haben uns natürlich auch mit denen beschäftigt, was die so machen, was die auch anders machen als wir. Und da kommt man auch mal ins Gespräch und es hat sich dann mit einem Anbieter Make aus Köln relativ schnell irgendwie sehr viel, also es war sehr positiv der Austausch, sage ich mal so. Und wir haben uns letztendlich dazu entschieden, jetzt die weitere Expansion unter gemeinsamer Flagge zu erzielen. Genau das, was bei uns im Team vielleicht bei Potsalat ein bisschen gefehlt hat, konnten die ausfüllen und andersrum. Nach einem Skandal um einen Investor, der ein Treffen in Potsdam mit organisiert haben soll, bei dem auch Rechtsextremisten anwesend waren, sucht der Green Club nun den Neuanfang. Die für Donnerstag geplante Wiedereröffnung musste auf Montag verschoben werden, um letzte Details zu optimieren. Die Eröffnungsparty erwartet zwischen 120 und 150 Gäste. Zusätzlich wurde ein neuer Webshop gestartet, der das überarbeitete Produktsortiment präsentiert. Kunden können sich auf eine Warteliste für eine kostenlose erste Bowl eintragen. Ab nächsten Montag gibt es dann nach dem Reopening unsere neuen Produkte natürlich erstmal letztendlich. Und die Bestellungen können ab dann über den neuen Webshop entgegengenommen werden. Und gleichzeitig haben wir hier eine kleine Öffnungsparty geplant. Da haben wir auch eine Warteliste mit Leuten, die hier vor Ort dann vorbeikommen. Gleichzeitig wird dann in dem Zuge auch, haben sehr viele Kunden auch online, werden Gutscheincodes bekommen, die sie dann, sodass sie die erste Bowl quasi kostenlos bei uns ausprobieren können. Ja. Die Expansionspläne des Green Club sind ambitioniert. Eine bald verfügbare App soll den Bestellvorgang erleichtern und das Kundenerlebnis verbessern. Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, steigt die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier am Montag. Das Team des Green Club ist optimistisch und freut sich darauf, ein positives Event zu präsentieren. Der Neustart markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens.